Artikelnummer SCP-3936. Objektklasse Taumil. Sonderverwahrungsverfahren. Am ersten Tag eines jeden Monats ist vom in SCP-3936 stationiertem Personal ein Signal zu senden, das die Anwesenheit des Personals verifiziert. Es müssen Kopien aller Aufzeichnungen, denen eine hohe Gefahr beigemessen wird, Opfer einer retrokausalen Änderung zu werden, in SCP-3936 gelagert werden. Alle Reparaturen an Systemen in SCP-3936 müssen von einem Ingenieurteam vor Ort durchgeführt werden. Alle Aktivitäten außerhalb von SCP-3936 sind von dem dort stationierten Personal zu protokollieren. Beschreibung: Bei SCP-3936 handelt es sich um Exklusionsstandort 1 einer Foundation-Anlage, die mit einer Makroversion der in der sogenannten Scranton-Box verwendeten Technologie konstruiert wurde und die üblicherweise der Sicherung sensibler Dokumente und zum Schutz vor retrokausalen Änderungen verwendet wird. Durch den Einsatz dieser Technologie handelt es sich bei SCP-3936 um einen Standort, der effektiv gegen die Auswirkungen eines CK-Klasse-Umstrukturierungsszenarios immun ist. SCP-3936 kann derzeit 100 Mitarbeiter beherbergen. Die Überwachungsausrüstung in SCP-3936 ermöglicht es dem Personal, Ereignisse in der Außenwelt über Medienströme und sichere Regierungskommunikation zu beobachten. Diese Informationen werden dann im digitalen Archiv von SCP-3936 zusammen mit allen Informationen gesichert, die, nach Ansicht der Foundation, ein erhebliches Risiko einer retrokausalen Änderung aufweisen. SCP-3936 ist derzeit inaktiv. Anhang 3936-1. Am 18.12.1.04 hat SCP-3936 sein monatliches Bestätigungssignal nicht gesendet. Das mobile Einsatzkommando Quetzal 12, Codename Jetzt seht ihr mich, wurde zur Untersuchung entsandt. Bei der Ankunft meldete MEK Quetzal 12 die Abwesenheit des Foundation-Personals. Alle in SCP-3936 gesicherten Aufzeichnungen waren gelöscht worden. In der Kantine von SCP-3936 befanden sich jedoch eine große Anzahl nicht-humanoider Leichen, deren Untersuchung darauf hindeutete, dass ihr Tod durch die Einnahme von Cyanidkapseln verursacht worden war. Zu den höchst unregelmäßigen Eigenschaften dieser Leichen gehören: eine grob sternförmige Körperstruktur, zwei primäre Gliedmaßen, die vermutlich für die Manipulation von Objekten verwendet wurden, zwei sekundäre Gliedmaßen, die vermutlich zur Fortbewegung benutzt wurden, ein Kontrollknoten, der sich über einer torsoähnlichen Struktur befindet. Es wurden keine Anzeichen für sekundäre oder tertiäre Kontrollknoten gefunden. Ein kardiovaskuläres System, das sich um ein einzelnes Organ herumkonzentrierte und nicht um das dreigeteilte Organsystem, das fast alle bekannten Organismen besitzen. Ein kleiner Muskel, der sich in einem der Hohlräume des Organismus befindet und darauf hindeutet, dass er frei kontrolliert werden konnte. Ein Geschmack, der dem vom physischen Schwein ähnelt. Ein schwerer Mangel an verifizierbaren Metarezeptoren. Augen, die bisher nur von Fossilien der Gattung Corynvantius bekannt sind. Die Autopsie und weitere Untersuchungen dieser Leichen sind im Gange. Weitere Untersuchungen ergaben, dass in den Archiven von SCP-3936 nur eine einzige Datei übrig geblieben ist, nämlich eine Nachricht von einer Person, die als Dr. Ezekiel T. Jones identifiziert wurde. Keine Person unter diesem Namen ist als Mitarbeiter der Foundation registriert. Die Nachricht lautete: Wir kümmern uns selbst um die Einladung. Danke. Sie brauchen das nicht zu wissen. Der Aufenthaltsort des ursprünglichen SCP-3936-Personals ist derzeit nicht bekannt.